everyone. We love you. Hallo, wir lieben euch. Wir freuen uns, bei euch sein zu dürfen. Unser Prophet, Präsident Russell M. Nelson, forderte uns bei der Generalkonferenz auf, die Stimme des Herrn zu hören. Er hat uns versprochen, wenn wir die Stimme des Herrn hören und ihr folgen, werden wir mit Kraft gesegnet, um mit Versuchungen, Kämpfen und Schwächen fertig zu werden. Präsident Nelson verhieß auch, dass wir in unseren Beziehungen und in unserer täglichen Arbeit Wunder erleben und in schwierigen Zeiten Freude empfinden werden. Eine solche Zeit ist jetzt da. Und so dürfen wir diese von unserem Propheten verheißenen Segnungen in Anspruch nehmen. Wir haben Sie lieb, Präsident Nelson, und folgen gespannt Ihrer Aufforderung, die Stimme des Herrn zu hören. Eine großartige Möglichkeit, die Stimme des Herrn zu hören, bietet uns die Musik. Sie lädt den Geist ein und öffnet unser Herz für seine Stimme. In den Schriften steht, dass der Herr sich an Musik erfreut und dass wir Freudengesänge anstimmen sollen. Das nächste Lied ist ein gutes Beispiel für einen Freudengesang. Vielleicht haben es manche von euch online schon gehört. Wir freuen uns, euch das neue Video zum Hit Good Day präsentieren zu dürfen. Ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht einfach war, während der Pandemie dieses Video zu drehen. Wir hatten unzählige Zoom-Anrufe mit Jugendlichen, um das zu ermöglichen. Wir freuen uns, euch jetzt zeigen zu können. Es wird euch sicher gefallen. Hier ist Liahona O'Lion mit Good Day. Sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way. But it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, cause I know whatever happens, he knows. He'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. He made all the planets, he made all the stars in the sky. He knows what he's doing, he's gonna make it all right.